Herzlich willkommen in meinem Atelier. Ich möchte ein paar Gedanken mit dir teilen. Gedanken eines Landschaftsmalers, eines Künstlers. Und ich möchte dich einladen, mein Atelier-Rehearsal zu besuchen, gleich im Anschluss. Ich trainiere heute das Stück The Day von Manos Katsidakis. Wem begegnest du, wenn du ganz allein bist? Wenn du Landschaftsmaler bist, suchst du nach irrationalen Momenten in der Wirklichkeit, nach sinnlich kommunikativen Orten, intimen Begegnungen mit Natur. Sie reflektiert deine Seele und du reflektierst die Natur. Dies bedeutet, dass du irgendwie in derselben Frequenz wie die Natur vibrieren musst, genau in diesem Moment, im Jetzt und Hier. Du malst nicht Natur im Sinne einer Übertragung, einer Beschreibung. Nein, du visualisierst die Essenz einer Begegnung, in welcher Natur zum Subjekt wird und du ihr begegnest. Dies geschieht, nachdem du für lange, lange Zeit ein Beobachter warst und sahst, wie ein Blatt zwischen schwarz-violetten und transparent-grünen Farben flackerte und blitzte, während es sanft von einer Brise hin und her gedreht wurde. Nachdem du sahst, wie das ganze Bild, von dem du dachtest, du habest es erobert, bewältigt, nach einer langen Arbeitssitzung plötzlich verschwand, weil eine schlichte kleine Wolke die Sonnenstrahlen kreuzte oder die Sonne sich plötzlich hinter dem Wipfel eines hohen Baumes verbarg. Anderes Licht, andere Farben, Landschaftsformen lösen sich auf, alles, alles ist vollkommen anders. Nachdem du dich einem Berg stelltest, der See, dem Land, dem Himmel, dem Regen und dem Wind. Und plötzlich begriffst, warum Menschen einst die Natur als personifizierten Geist oder Gott wahrnahmen. Welcher mit dir kommuniziert, welcher deine Anerkennung einer Tatsache einfordert. Jeglicher Moment des Friedens kommt einer raren Gabe gleich, welche dir geschenkt wurde. Keine Moral, keine Gründe, keine Erklärung. Es ist einfach so. Wenn dies geschieht, dann lösen sich dumme Ideen auf, solche als intellektuelle Kontrolle, professioneller Manierismus, die Idee, du könntest derjenige sein, der über den Moment regiert, über diese Arbeit, über dein Leben. All diese Ideen verdunsten einfach und du malst um dein Leben, lebst um dein Leben, wissend, niemals könntest du je die volle Intensität dieser Begegnung in Farbe, Strich und Geste tatsächlich abbilden. Dieses Gedichtlied The Day von Manos Katsidakis schien mir immer jenen besonderen Moment zu reflektieren, welchen die Begegnung mit Natur bedeuten kann, wenn das Verstehen und wenn die Zeit einfach ausgeschaltet werden. Ich trainiere eine Variation aus den beiden Versionen des Gedichtliedes von Manos Katsidakis, dem vielgeliebten und bewunderten Komponisten. Manos Katsidakis komponierte dieses Stück zuerst für den Liedzyklus Reflections, als er 1970 im Exil war. Brian Corrigan schrieb das Gedicht. Reflections wurde Anfang der 90er Jahre in einer zweiten Fassung neu veröffentlicht mit neuer Orchestrierung und die Gedichte für diese Fassung schrieb der große Poet Nikos Gatsos. Ich hoffe, ich konnte dir einen Einblick
geben in den Moment der Kunst oder den Moment der Poesie, der sich in einer Normalsituation für einen Künstler auftun kann, wenn man Glück hat. Ich hoffe, ich konnte dir damit einen Einblick geben. Denkst du, du verstehst Bilder oder Kunst vielleicht ein bisschen besser, wenn du das nächste Mal Bildern begegnest? Dazu möchte ich beitragen und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir erzählst, ob es mir gelingt. Schreib einfach einen Kommentar hier unten hinein, hier in meinen Schrank rein. Ja. Ich freue mich sehr, wenn du meinen Kanal wieder besuchst oder nochmal besuchst. Da findest du auch noch mehr zur Kunst. Es wäre sehr schön, wenn du den Kanal abonnierst. Vergiss aber nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du Nachrichten über neue Veröffentlichungen erhältst. Und wenn es dir gefällt, freue ich mich sehr über dein Gefällt mir. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich wünsche dir noch einen ganz wundervollen Tag. Du darfst jetzt gleich rüberspringen in das übernächste Kapitel, wenn du möchtest. Ich mache jetzt die englische Moderation und habe Kapitel eingefügt, damit man eins überspringen kann. Bis gleich. Welcome in my atelier. I would like to invite you to hear some of my thoughts as a landscape painter, and I would like to invite you to be my guest in my atelier rehearsal afterwards. And today I will train, I am training The Day by composer Manos Katsidakis. Whom do you meet when you're alone? When you're a landscape painter, you are a seeker for irrational moments, for sensually communicative spots, for intimate encounters with nature, for a place that is reflecting your soul, with your soul reflecting creation. This means you have to sort of vibrate in the same frequency as nature does, being in the now and here. You wouldn't depict or translate or transfer nature, but visualize an encounter in which nature becomes a subject that you face in this encounter. This happens when you, for the longest time, had been observing how a leaf is flickering black, transparent green and black again, as it is moved and turned around softly by a breeze. When you had been observing how the whole image that you thought you had conquered over a long working session just disappears as a simple little cloud comes along, or the sun hides behind high trees. The light changes, the colors change, landscape forms dissolve. Everything is completely different. When you had faced a mountain, the sea, the land, the sky, the rain, and the wind, and understood why people once considered nature as a personificated spirit or God that communicates with you, that demands you to understand that every peaceful moment is a rare gift that is given to you. No moral standards, no reasons, no explanations. It just happens. And when this happens, intellectual control, professional mannerism, the idea you might be the one who rules over this moment, this work, your life, all of these silly ideas just evaporate and you paint for your life. Live for your life, knowing you could never fully depict the intensity of this encounter in color, stroke, and gesture. The poem song, The Day, to me, always seemed to reflect on this particular moment that an encounter with the nature can become, might become. It turns off mind and time. I want to invite you to attend to my atelier rehearsal. I'm rehearsing a variation of the two versions of this song by
beloved and admired composer Manos Katsidakis. He composed this piece for the song Cycle Reflections while he was in exile in 1970. The poem was written by Brian Corrigan. I hope I could give you a little insight in the artistical or poetical moment of a patently situation for an artist. Will you feel more connected with painting, with art, when you see a painting, when you have an encounter with art? Could I help you to understand better, to feel closer? You're welcome to tell me and let me know. I appreciate to hear your thoughts. You're very welcome to be my guest again and visit my channel. It would be wonderful if you subscribe. Don't forget to activate the bell so you will be informed when I release something new. And if you like it, please like it and tell your friends. Thank you very much. Have a wonderful day today. Sitting in a time of day, and the sun is very warm. Dreaming in a kind of way, and a dream is always born. Drifting from the things I feel, and my heart is very still. Sitting in a time of day, and the sun is standing still. Take my time.
living in a time of day, and the sun is getting cold. Walking in a kind of way, and the story has been told. Walking through the things I love, and my heart is very still. Hoping that I'll dream again, and I cannot wait until